Basic cool. Ja, Gaia ist noch nicht ist ausgeschaltet. Vielleicht sitzt er noch. Sitzt er noch? Toilette Ich denke, er wird sich melden. Ne? Keine Hingabe. Am Sofa sitzt er ja sowieso. Kann kein Problem. Er hat ja offen lassen, glaube ich. Ich denke, er wird sich melden, ne? Okay. Bei uns die Katze spürt die Energie und rast rum. Ah, machen wir die Schrift weg. So ist es. Susi, hast Kann man gehört? alle sehen. Miau. Oh, ist das aufregend. Oh, schön. Okay, nochmal. Es ist Donnerstag, der 20. Februar, für die, die Wiederholung sehen. Wir hatten davor Einzelinterview mit Gerd Valentinelli, mit Gaia, mit Edgar Ofer und mit Aktu. Und diese Podium folgt, diese erste Eindrücke, diese erste so individuelle Erfahrungen über das Thema Hingabe, Aufgabe und Hinzugabe. Da sind wir noch nicht gewesen. Das heißt, die Definitionen waren sowas von Lass klar nicht locker. und sowas, was? Ja. Die waren so klar und so fantastisch, deswegen empfehle ich, bevor dieses Video gesehen wird, mache ich unten auch einen Link über das, über die Aufzeichnungen, die wir davor gemacht haben. Weil jetzt, nachdem so viel auch gesagt worden ist, manche Satzanglehrer sagen, ja, die Hingabe kann ich in 2 Minuten sagen, dann bin ich fertig. Ne? Aber eben, das ist so, jeder gibt so einen individuellen Impuls, dass wir so richtig eingekreist werden in diesem Verständnis. Und für mich, eben, ich war vorhin auch wie in einem Zustand, wo ich nicht mehr sprechen konnte von das, was ich erfahren habe, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und dann, wir wissen natürlich, wir gehen dann wieder Montag in das normale Leben. Und dann, oder jetzt ist das Kind, was nicht im Bett will, oder der Partner, da ist ein Stress, oder dann lesen wir den Krieg in Syrien, oder das, was hier und da geschieht. Und dann denke ich, okay, ja, ich habe das gestern ein bisschen so Informationen bekommen oder Erfahrungen gemacht, wie ich in der Hingabe gehe. Ne? Und dann holt mich das wieder ein. Das heißt, was bedeutet so Hingabe in Bezug auf diese Themen, die mich täglich berühren? Hingabe zu, für viele, dass sie die Mittel nicht haben, um den Monat. Oder Hingabe zu einer Krankheit oder ein Schmerz. Wie gehen wir damit ins tägliche Leben damit? War das als Frage jetzt gedacht? Ja. Also wir nehmen es als Frage einmal, ja? Ja. Ja, nehmen wir es. Ja, ist die Frage, die Weil da sich ist alle mir ja stellen, oder? aufgefallen, Bitte. mir ist zumindest aufgefallen, dass ja, wenn man sich da einfach gegenwärtig macht oder wird, oder nicht einmal das ist notwendig, selbst
das Gegenwärtigwerden ist schon hingegeben. Entweder es geschieht oder es geschieht nicht. Ne? Und wenn es geschieht, dann werden wir gegenwärtig, dass eben auch diese Dinge, wie Krankheiten, Leid und all das hingegeben ist. Und geschieht, alles ist immer schon hingegeben. Das ist so die Urwahrheit, die sich auch eigentlich bei allen von uns vorher so herauskristallisiert hat. Und bei der man immer bleiben kann, wo man sich entspannen kann, wo man sagen kann, als Einzelner, auch im Alltag, wenn ich mich daran erinnere, dann kann ich loslassen von dem Gedanken, dass es anders sein sollte. Dann darf es so sein, wie es eben ist. Dann darf Krankheit ein Weg sein zur Entspannung oder was immer, ne? Was sich der Körper da holt, zum Beispiel. Ne? Und man kann auch da die positiven Effekte dabei sehen. Die sogenannten positiven, ohne dass es wirklich alles positiv sein muss. Das Leben ist nicht nur positiv. Da geschieht natürlich auch Leid und solche Sachen. Das gehört dazu. Das geschieht auch. Aber wenn man rausnimmt, diese Idee sollte anders sein, dann ist schon mindestens die Hälfte von dem Leid weg. In Bezug auf Krankheiten, ja, genau. Haben wir das jetzt gesehen. Wenn wir sagen, okay, mich hat heute eine syrische Organisation angeschrieben, die uns oft bitten, das, was in Syrien geschieht, bekannt zu machen. Aber das sind diese Rebellenorganisationen und da bin ich natürlich immer unsicher. Wenn ich jetzt in Syrien bin und meine Familie ist vielleicht sind welche gestorben und mein Haus ist weg oder ich bin im Mittelmeer irgend auf ein Schiff. Das ist dann nicht mehr so einfach, wie einfach mit einer Krankheit umzugehen. Ne? Das ist auch eine Frage. Naja, die Schwierigkeit, die ich dabei sehe, ist, dass man dann so gerne so fiktive Situationen hernimmt. Was wäre, wenn? Ja? Ja, das ist völlig sinnlos, weil du kannst nur heraus, aus dem heraus, oder aus dem heraus wird gehandelt, was jetzt ist. Und alles andere, wenn jetzt hergehe und sage, ja, wenn meine Mutter auf einem Schiff wäre, die dann und bla bla, dann bin ich schon in einer Vorstellung und würdest wissen, wie die Vorstellung weitergehen soll. Ne? Das hat aber für mich mit einem wirklichen Leben aus dieser, wie ich gern sage, non-dualen Ebene oder aus dem non-dualen Bewusstsein nichts zu tun. Weil ich bereits in der Projektion, in meiner eigenen Projektion bin, in meiner eigenen Vorstellung, um irgendwie etwas verstehen zu wollen. Im Prinzip, ich brauche in Wahrheit gar nichts verstehen, weil es sowieso geschieht. Ja? Wenn dich jemand anruft und sagt, oder mailt und sagt, wir würden gerne bei Ihnen auch einen Bericht haben und du merkst, es ist eine bestimmte Organisation, dann bist du der Erste, der es erfährt, ob du das magst oder nicht. Weil es wird geschehen oder nicht. Und da brauchst du nicht einmal nachdenken. Ja? Und das ist für mich diese Direktheit, dieses Leben ausdrückt. Ja? In jedem Moment. Das ist schön, der Gedanke, das gefällt mir gut. Dieses, du bist der Erste, der erfährt, wie es geschieht. Der Gedanke ist nicht etwas, das ich habe, sondern was ich wahrnehme. Ne? Und dann ist man der Erste, der das erfährt. Toll. Ja. Ein schönes Bild. Ja. Okay, und wenn ich jetzt ich bin im Krieg, wir wissen das von der christlichen Mystik, dass man sagt, annehmen, Jesus, Gott und so weiter und so weiter. Also ich bin jetzt, die Sachen, da habe ich ein Problem. Ich weiß, wenn jetzt in unsere Häuser etwas geschieht, ne, und wir verlieren das Haus oder, es ist ein bisschen schwieriger, sich da zu entspannen. Es ist ein bisschen schwieriger, nicht zu hassen oder nicht zu das verändern zu wollen.
Also ist das Lesen der Nachrichten zum Beispiel, wir können das hinnehmen, dass es so ist, und doch irgendwie spüren wir ständig das Gefühl, dass wir was machen sollen. Ja. Geier ist da. Nein. Oh. Nein. Damit das Gefühl da sein kann, etwas machen zu wollen, muss es bereits einen Ich-Gedanken geben, einen sich selbst organisierenden Gedanken, der glaubt, dass etwas falsch läuft. Aber ganz kurz, Die Gaia Wahrheit wird. ist, dass sich alles in jedem Moment so entwickelt, wie es sich entwickelt. Aber Gaia will, kommt jetzt rein, mache ich kurz. Moment mal. Da wollte ich nur kurz noch anmerken, also du darfst auch, das darf alles sein, du darfst, wenn du auf dem Boot bist, du darfst deine Mutter retten, du darfst Angst haben, du darfst alles haben. Das ist ja auch schon hingegeben. Das heißt nicht, dass man irgendwas nicht machen oder nicht fühlen oder nicht tun darf, sondern man darf Aktion auch in der Welt, wenn es mich unmittelbar betrifft. Ne? Wenn das jetzt geschieht, hier, dann wäre der Letzte, der zuschaut, wie irgendjemand auf der Straße von einem Auto zusammengefahren wird, wenn es sich verhindern kann. Warum nicht? Das ist der natürliche Reflex, dass ich das tun würde. Ne? Oder dass ich helfen würde. Das geschieht dann. Das geschieht einfach. Das geschieht und das darf geschehen. Das heißt nicht, dass ich jetzt in Meditation gehen soll und zuschaue, wie die Welt so à la Nero und ich spiele noch ein Leier dazu. Sondern man darf da ruhig auch aktiv werden. Und wenn man ein Bild hat, wie das vorher das Beispiel war, Syrien oder wenn es jetzt aktueller wäre, die Ukraine, wenn sich da jemand meldet, wenn du da einen Impuls hättest, etwas da dann das reinzunehmen oder da was dazu zu sagen, wenn der von dir dann kommt und du weißt, okay, du willst diese Seite unterstützen, weil meist muss man ja zuerst schauen, wie die einem was erzählen. Menschen, die in Konflikt sind, glauben immer, dass sie die Einzigen dann sind, dass sie im Recht sind. Aber wenn du dann ja, aus dir heraus da was machen möchtest, dann go for it. Ja. Da gibt es keinen Grund, dass man jetzt deswegen innehalten muss die ganze Zeit und aus dem ganzen Leben eine einzige Meditationsübung macht. Man darf sich halt dann auch nur nicht mit den Handelnden identifizieren. Ne? Das ist der springende Punkt dabei. Ne? Und das ist das Schwierige, ne? Aber das Nein. wäre auch egal. Okay. Okay, gut. Hallo Gaia. Ja, wenn man sieht, dass man sich identifiziert, ist es ja gar kein Problem. Das passiert ja immer wieder. Das ist ja irgendwie auch ein ganz normaler Überlebensprozess, sich zu identifizieren. Aber das ist ja schon mal toll, wenn es gesehen wird. Ja? Für die meisten Menschen ist es ja gar nicht sichtbar, dass Identifikation passiert. Das ist einfach so. Ich bin der Retter oder der Kriegstreiber oder der Soldat oder der. Also. Ich finde, identifizieren ist so etwas, was passiert. Und das zu sehen ist auch etwas, was passiert. Und das ist eine Gnade, wenn das geschieht, wenn wir das sehen können. Also, weil sonst haben wir so einen Stress auf uns geladen, dass wir uns nicht identifizieren sollten oder dürften oder dass das verkehrt wäre. Oder wie siehst du das, Akto? Ich kann das mit dem Stress nicht ganz noch wahrnehmen, weil es da ja wieder jemand geben müsste, der jetzt etwas der Identifizierung haben möchte oder nicht haben möchte. Sondern für ihn erlebt es einfach so, dass es aus sich heraus geschieht, wenn es geschieht und auch wieder vergeht. Ja. Ja? Und das, was halt auch immer wieder geschieht, ist, dass eben jemand sagt, ja, ich übertreibe jetzt etwas, ich möchte die Welt retten, auch das ist wunderbar. Ja? Und dann halt irgendwann drauf zu kommen, okay, es tut sich von selbst, das, was zu tun ist, um die Welt zu retten.
Es braucht nicht ein separiertes Ich dazu, damit. Ja? Da ist dann wieder mal zu sehen. Das ist alles. Und da dazwischen mag sein, wenn es da jemand gibt, der sagt, darf ich das jetzt oder nicht, dass da Stress entsteht. Durchaus. Ja, eigentlich was bleibt alles so, wie es ist. Ja. Eigentlich bleibt alles so, wie es ist. Man lebt sein Leben, man lebt den Impuls, was man gerne tun möchte. Und wie auch immer das aussehen mag, wenn man in den Krieg ziehen möchte, dann muss man das eben tun. Man kann es dann eh nicht verhindern, weil es treibt einem dahin. Wenn man Kriegsreporter sein möchte, dann geht man in diese Gegenden. Das eigentliche Problem beginnt dann auch, wenn man dann in diesen Momenten beginnt zu denken, ja, bin ich jetzt identifiziert, wie er sagt, wie Gaia gesagt hat und Akto und Edgar. Dann beginnt das Problem, da mache ich mir einen Stress. Bin ich jetzt identifiziert, wenn ich das mache? Mache ich jetzt da irgendein Ego-Trip? Einfach das tun, was man tun muss. Jeder, in der Natur sind so viele verschiedene Pflanzen, so viele verschiedene Wesen. Und das ist eine unglaubliche Vielfalt. Und so ist auch in jedem Menschen ein Same gelegt, das, was er zu tun hat. Und das ist eben verschieden, je nachdem, was der Impuls ist in einem. Ja, eigentlich bleibt alles so, wie es ist. Ja, genau. Das heißt, der Satz... Und keiner weiß, wie es ist. Ja. Es bleibt so, wie es ist. Keiner weiß, wie es ist. Es ist genau, das ist das Wunderschönste dran. Ne? Muss man wieder mal. Wie ist es? Keine Ahnung. Es darf so sein, wie es ist. Fertig. Man muss nicht einmal einen Willen begründen. Ne? Das ist oft was geschehen, dass der Verstand meint, jetzt will ich was, aber warum will ich das jetzt? Oder irgendwer fragt, warum willst du das? Nee, Wille ist da. Wille ist das zu tun. Und es geht gar nicht darum, was daraus entsteht. Der Wille ist da und fertig. Und dem kann man folgen, ja, wenn man mag. Ja, das, genau das was ist ja nichts. Ne? Das ist genau so. Man sieht es und dann kann man wählen einfach. Das ist der Wille. Jetzt, ich gehe jetzt nach links oder ich muss mich hier entscheiden. Irgendeinen Impuls muss ich aufnehmen. Gehe ich nach links, gehe ich nach rechts oder warte ich auf die göttliche Eingebung? Das kann dann vielleicht ein wenig länger dauern. Aber irgendwie muss ja, ich. Das kommt in den langen Bart. Auf die göttliche Entscheidung. Warten. Schaut mich an, er wächst schon so lang. Ah, da muss ich mich beeilen. Ja, bei mir ist es ganz viel Spaß. Ich bin noch nicht so weit. Genau, Geier ist frischest rasiert. Da hat er sich dann einen Hexenschuss geholt beim Rasieren. Zu verleihen. Die Haare im Rücken. Also praktisch ist das Gleiche wie zu sagen, Inshallah, also Allah Wille geschieht oder Gottes Wille geschieht sowieso. Aber eben, wenn Gerd sagt, okay, ich kann Entscheidung A treffen oder Entscheidung B und es ist alles immer richtig. Also ich brauche mir nicht jetzt Vorwürfe zu machen oder Schuldgefühle oder Vorgefühle, ist immer alles richtig. Du hättest doch gar nicht anders entscheiden können. Aber es ist natürlich das jetzt schon, es ist sehr gefährlich, wenn man das so sagt. Wenn man das sagt aus einem eigentlich unbewussten Zustand heraus, dann sind wir wirklich dort, wo man sagt, ja, dann kann ich jetzt gehe ich in die Staaten und lege jetzt jeden um, wo mir gerade in den Weg kommt. Es ist dabei schon auch wichtig, dass das Eintauchen, dass sich selbst erkennen dabei auch, dass sich selbst fühlen in der Reinheit, also nicht in irgendeiner Vorstellung. Also man muss schon, es ist schon wichtig zu sagen dabei auch wirklich diese reine Erkenntnis zu haben, dass die hier ist. Ansonsten könnte man das so auffassen, dass man wirklich einfach tut, was man will. Es ist eh alles egal, es ist eh alles wurscht.
dann kommt da so eine Gleichgültigkeit dabei heraus. Aber wenn man das Wunder des Lebens so richtig sieht und wahrnimmt und eintaucht darin, dann geschieht so eine natürlich, Gaia hat das auch gesagt, so eine natürliche Demut, so eine richtig schöne, natürliche Demut für das Ganze. Und aus dem heraus, wenn dann die Wahl geschieht, dann ist das etwas, hat es eine ganz andere Qualität. Es ist keine Gleichgültigkeit dahinter. Es ist eine sehr lebendige Wahl des Momentes, was er erfordert. Können auch Fehler geschehen, durchaus. Also auch kein Problem. Aber nicht, dass das irgendwie falsch verstanden wird auch und dass man da einfach dann loslegt, so was da geht. Das sind gefährliche Wahrheit. Wenn es deine Bestimmung ist, loszulegen, dann kannst du es auch nicht ändern. Also dann bist du halt der irgendwie mit der Knarre durch die Fußgängerzone rennen muss. Selbst wenn du dir sagst, ich will nur Gutes tun für die Welt, aber wenn das deine Bestimmung ist, dann hast du das zu tun. Ne? Genau wie du es vorher gesagt hast. Wenn die Bestimmung ist, links zu gehen oder rechts zu gehen, irgendwas entscheidet, das geschieht dann irgendwie und es gibt kein Falsch. Aber ich stimme dir zu, Gerd, wenn du sagst, ja, man kann das vollkommen falsch verstehen, ne, und sagen, scheißegal, ich kann mich benehmen wie der Letzte. Es ist sowieso alles Gottes Willen. Nicht, dass wir morgen in der Zeitung lesen, irgendein Amokläufer hat unsere Sendung gesehen und die haben uns sozusagen die Lizenz zum Töten gegeben. Ja. Leid das wurde gemacht in der Vergangenheit. So was geschieht wirklich. Ja. Na, weil eben deswegen dieses Spannungsfeld zwischen Hingabe und Aufgabe, wenn ich jetzt meine Emotionen folge und die sind nicht Gottes Willen oder Inshallah, oder ob ich meinem Bewusstsein folge. Kann sein, dass eine Handlung wirklich so wie ein Tsunami Bewusstsein fördert oder auch nur zerstört. Und wenn ich jetzt den Wunsch habe, meine Lehrerin und weitere 10 Schüler, so wie es manchmal passiert, umzubringen, dann ist es, es kann auch beides sein. Es kann eben, ich folge meine Aufgabe und nicht meine Hingabe. Und die Aufgabe kann dann auch zu Hingabe bringen. So die berühmte Buddha-Geschichte, ein Mörder kommt und der beste Schüler Buddha ist neidisch ein bisschen, weil er Aufmerksamkeit bekommt. Der große Mörder hat eine Auseinandersetzung mit Buddha, alle haben Angst und dann wird er erleuchtet, anstatt der Schüler, der seit 30 Jahren mitmeditiert. Okay, deswegen ist wirklich ein bisschen spannend, denke ich, das Thema, das ist gut, dass wir das gut, wenn es geht, definieren. Ja. Mal beim Chat gerade, genau. Wenn ich vielleicht... Ja. Der Verstand. Kann ich vielleicht doch noch mal das sagen? Aha, ja. Ich habe keinen, okay. Ja. Aus dem Chat. Der Verstand liebt Extrembeispiele, schreibt Adynamik. In der Präsenz des Seins sein. Adynamik, das kann wohl nur da geschehen, wo der Charakter, die Konditionierung, zum Beispiel Mörder, besteht, denke ich. Ah, das kann der Andy sein. Hallo, Andy. Es bleibt, wie es ist, wir machen alles neu, schreibt Wasserblume. Leonie, du kannst Leben nicht festnageln, es ist in sich frei. Ja, ich bin Andi. Es ist vielleicht auch, ich möchte gerade noch was sagen, und zwar, wir sehen das hier auch, wenn wir zum Beispiel so in Gesellschaft sind mit Menschen, das haben wir vielleicht auch erlebt oder erleben wir immer noch, dass der Mensch sehr oft eine Grundtendenz der Negativität hat. Und das hat auch bis jetzt die Geschichte der Menschheit so gelenkt. Das war ja auch ganz natürlich, so wie der Mensch herangereift ist.
von der Höhle, er war immer in der Defensive, er musste sich immer verteidigen. Und das ging ja immer so weiter. Und jetzt sind wir auch noch in diesen Mustern drinnen. Also diese Muster haben uns immer noch im Griff. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, aus dieser lichtvollen eigenen Quelle zu leben, des Hierseins. Und dann verändert das Ganze. Dann werden die Muster werden dann einfach nicht verändert, sondern sie werden transformiert. Und das kann man ja sehen, wenn Menschen irgendwie sagen, ah, scheiße, das funktioniert nicht, das geht nicht. Und wenn man sich so in diesen Gegenden reinsteigert, kann man das ja auch genau umwandeln. Man kann es umwandeln. Ja, okay, es funktioniert. Einfach diese Muster umwandeln, diese Kraft zu erkennen, auch dies tun zu können. Also die Macht der Umwandlung zu erkennen. Also nicht sich als Opfer fühlen von irgendwelchen Mustern, die einen dann nur, wenn man die Grundtendenz Negativität ist, es werden die Dinge auch so geschehen. Mit der Zeit werden sie so eintreffen. Oder das ganze Umfeld wird so sein. Das kennen wir doch. Wenn ich die ganze Zeit denke, scheiße, 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 dann werde ich halt mal über die Scheiße stolpern. Das liegt in der Natur. Aber wenn ich das dann einfach beginne mal zu transformieren, dann ändert sich auch das Umfeld. Das kann länger dauern, ist ein längerer Prozess, aber auch das zu erkennen. Also auch das Leben in die Hand zu nehmen und das zu probieren und in das Leben eintauchen und es zu tun auch. Also diese Umwandlungsprozesse zu machen, zu tun, zu leben, ist vielleicht auch ein Aspekt, den man hier einbeziehen könnte. Wenn es jemand gäbe, der das tut. Ja. Achtet, hast du gerade jetzt Richtung Gerd geguckt? Ist die Transformation transpiriert? Ja, ich gebe zu, es gibt mich. Als den, der transformieren kann. Der das denkt, genau. Mhm. Ah, der das denkt, dass er transformieren kann. Das. Ja, okay. Ja, wobei dieses Transformieren ist ja gerade diese Auflösung diesesjenigen, der glaubt quasi transformiert zu werden. Das stimmt schon, ne? Aber genau das geschieht ja bei der Transformation, wie Aspirin im Wasser, sage ich immer gern, dass sich der dann immer mehr und mehr und mehr verflüchtigt sozusagen. Und dann aus dem heraus, was du gerade gesagt hast, Edgar, aus dem heraus ist eben das, du hast dann wirklich die Wahl. Du kannst entweder dann wirklich in weiter negative Muster wälzen, sie irgendwie umdrehen, oder du hältst dich gar nicht auf mit dem Gefühl oder mit dem Denkvorgang, diese negativen Muster beizuhalten, sondern du, im Gegenteil, du transformierst diese Dinge in eher lichtvolle, kreative Ideen oder kreative Funken. Oder du bleibst einfach hier. Du genießt einfach den Moment. Also du hast, das ist dann etwas anderes. Zuerst eher, ja, wie wir sagen, zuerst die Quelle, in die Quelle einzutauchen und aus dieser Quelle heraus geschehen die Dinge. Geschehen die Dinge, aber sie geschehen, weil ich sie geschehen mache. Denn wenn ich nur hier sitze oder nur aus meinen Augen schaue, es braucht mich, jetzt zu reden, es braucht mich, jetzt irgendwas zu kommunizieren, es braucht mich, eine Idee zu bringen, eine Vision, es braucht mich dazu. Das ist die Tatsache. Ich kann nicht sagen, das ist jetzt so oder so, sondern es ist die Tatsache, dass es mich dazu braucht. Und es braucht auch mich dazu, zuzuhören, wahrzunehmen und... Das ist doch, was meinst du, das kann ich nicht wegkriegen.
Also ich höre dir zu, aber ich gucke direkt in dem Moment, was meinst du denn mit mich? Oder was ist das? Es braucht mich dazu. Was ist das? Genau das wollte ich auch fragen. Ja, schau, wir wissen doch, wer hat jetzt das gesagt? Wer hat das jetzt gesagt? Du kannst natürlich sagen, etwas Überpersönliches, oder du bleibst ganz schlicht dabei, ja, ich habe das gesagt. Ja, also verschiedene Leute. Ich als was? Ich da bin ich mir nicht sicher, wirklich. Also ich sehe, da findet das Sprechen statt, das Zuhören. Das sind Reaktionen, die ich wahrnehmen kann. Und das, was ich bin, das, was wahrnimmt, das kann ich gar nicht wahrnehmen. Also das ist mein Erleben irgendwie. Und ich erforsche das ja auch jetzt schon seit vielen, vielen Jahren, dieses Ich, weil es darum geht es ja ständig. Mein, ich. Aber klar braucht es mich hier. Aber die Frage ist ja, was bin ich ein Individuum, der das entscheiden kann? Oder bin ich ein Gehirn? Bin ich ein Nervensystem? Bin ich diese Prozesse hier? Ja, in diesem Moment schon. Das sind alles Dinge, die man sich jetzt, das sind alles so Attribute, die man sich jetzt hier also ringsherum erschaffen kann. Und in dem Moment natürlich, wenn ich jetzt das Hirn mit einbeziehe, dann gehe ich in das Hirn rein, in die Funktion, was das Hirn höchstwahrscheinlich hat. Aber ja, die Tatsache ist, da geht jetzt etwas durch mich durch, da passiert jetzt was. Und das geschieht, es geschieht jetzt einfach was. Hier sind Impulse, hier jeder von uns spürt Impulse, was mitzuteilen, und das geschieht durch einen jeden von uns. Ich stelle gar nicht die Frage, wer das Ich ist, es ist nur dieses Geschehen. Es ist einfach dieses Geschehen, was jetzt stattfindet. Und das nicht in Frage zu stellen, das ist doch irgendwo diese Da bin ich ganz Einzige. Mit dir, ja. Da bin ich ganz ja. mit dir. Ja, für mich war es zuerst ein bisschen heikel, Gerd, wenn du sagst, ich bestimme, was geschieht, wie ich jetzt die Welt erlebe. Das ist für mich ein bisschen heikel, weil da steckt ein Täter dahinter. Also da gibt es jemanden, der wirklich glaubt, dass er das tun kann. Weil die Konditionierung, die wir alle haben oder die meisten von uns haben, haben wir uns nicht selbst gegeben, sondern die ist uns angeboren. Ja? Die meisten, viele sind auch erlebt, aber wir haben nicht gesagt, so, ich möchte jetzt diese Konditionierung haben. Auch das ist geschehen, diese Konditionierung. Und ich bin bei dir, wenn du sagst, wenn du jetzt zurückgehst in dich selbst, in die Quelle, ja, und aus dem heraus kommst, dann können Konditionierungen sich auflösen. Sie können sich auflösen. Es ist aber nicht deine Entscheidung. Mhm. Genau, ja, aber trotzdem kann ich es tun. Die Sache ist nur, wenn ich zum Beispiel was anstrebe, wenn ich was tun möchte, irgendwas kreieren möchte, irgendwas auf die Füße stellen möchte, und dann werde ich das daran setzen, dass das auch irgendwie funktionieren könnte. Das Ergebnis, wenn es dann nicht so ist, das ist eine andere Sache. Aber diesen Impuls, dass ich das tun möchte mit meiner ganzen Energie, irgendetwas, wir sind ja auch hier und sind jetzt hier zusammengekommen, weil wir etwas mitteilen möchten. Sonst wären wir gar nicht hier. Und das ist mein Wille, das war mein Impuls, dies auch zu tun. Wenn es nicht zustande kommt, okay, dann wäre das für mich jetzt weiter auch kein, es wäre schade, ich würde das als, hätte das als schade empfunden, dass es nicht funktioniert hätte, und vielleicht dann gleich weitergegangen, schauen wir zu, dass wir das ein andermal auf die Füße stellen können und das auf die Art irgendwie geregelt. Also gleich kommt der nächste Impuls, das doch irgendwie zu tun, dass da irgendwas geschieht, so ein Zusammenkommen. Nur das und nicht
dann, wenn es nicht geschehen sollte, wie wir das dann öfters ja erleben, ah, scheiße, warum hat das nicht funktioniert? Warum hat das nicht geklappt? Dann sind wir in den Bildern gefangen, dass wir uns ein Ziel gesetzt haben. Dieses Ziel hat sich nicht verwirklicht. Und jetzt ist natürlich alles, stimmt alles nicht. Und dann haben wir ein Problem. Aber wenn man sieht, dass wir mit Bildern arbeiten, mit Vorstellungen, mit Ideen, dann hat es eine ganz andere Dimension. Dann können wir die Dinge einfach, anstatt uns zu lange über das Fluchen, dass es nicht funktioniert hat, aufzuhalten, weitergehen. Bei mir ist es auch immer unterschiedlich lang, wenn ich mich ärgere. Manchmal ärgere ich mich nur ein paar Sekunden und manchmal ärgere ich mich ein bisschen länger, wenn etwas nicht so funktioniert, wie es gerne hätte. Aber egal. Aber trotzdem ist es da. Das mache ich. Dabei habe ich, es braucht mich. Ich kann nicht, wenn ich aufs Klo gehe, dann habe ich auch den Impuls zum aufs Klo gehen. Also ich muss dann auch aufstehen von diesem Stuhl und dann muss ich diesem Körper auch den Impuls geben, dass ich da jetzt auf die Toilette gehe oder egal was ich tue. Es ist immer ein Willensimpuls hier von meiner Seite. Ja, also ich habe den Eindruck, da haben wir ein bisschen eine andere Auffassung oder ein anderes Erleben von dem. Ja, weil wenn mein Körper aufs Klo geht, dann braucht er kein Ich dazu, damit er das macht. Weil der Impuls in sich selbst geschieht. Ja, da braucht es nicht Ich dazu. Aber wie gesagt, das ist halt ein Vielleicht können wir das, ja, so an das Thema auch anschließen, weil, oder es verknüpft in diesem Sinn, wo ich auch unsicher bin, weil ich unterrichte oder habe viel Intuition unterrichtet und deswegen von Hingabe bedeutet, kam der Satz hin zu Gabe. Das heißt, jeder von uns hat, so wie in der Natur, eine spezielle Gabe. Einer regnet, der andere tropft, der andere verteilt das Wasser. Und wir haben, so wie es meine Erfahrung ist, diese Möglichkeit, in die Gabe zu gehen, dass jeder eine unterschiedliche Gabe hat, dass jeder die Sache anders sagt. Und in diesem Sinne, wenn ich jetzt diese meine Gabe lebe, kann ich entscheiden, weil das ist, was ich meistens tue. Ne? Da kann ich schon jetzt verunsichert sein. Ich kann es tun oder nicht tun. Und ich kann jetzt meine Aufgabe erledige ich sowieso irgendwie, das habe ich verstanden in den ersten Vorträgen, irgendwie geschieht es schon und doch zeitgleich habe ich die Möglichkeit, jetzt mich zu entspannen und in die Wahrnehmung zu gehen und alles in den Realitäten des langsam zu gehen oder das kann ich. Ich sehe immer, dass ich immer diese Freiheit habe. Und als Teil, als Gabe, als Gebender, irgendwie habe ich als Teil des Ganzes, was das Ganze dann, habe ich Freiheiten und Impulsmöglichkeiten, oder nicht? Ich sehe es nicht so. Ich sehe, dass die Dinge, auch alles, was du aufgezählt hast, gegeben ist. Ja? In dem Augenblick, wo man sich da voll als quasi Ich manifestiert, sagen wir es einmal so, und so Ich spielen oder Bewusstsein Ich spielt, mag es so sein, dass es sich so anfühlt, ja? Dass ich das bin, der das tut und macht und entscheidet oder sonst was. Aber in Wirklichkeit, mir gefällt schon der Begriff in Wirklichkeit dann nicht so gut, ja? weil selbst die letzte endgültige Wirklichkeit auch noch Illusion ist. Aber in dieser Schicht, wo es darum geht zu erkennen, ist da wirklich ein Ich, das da was tut, entscheidet, macht und kontrolliert oder Impulse gibt, oder ist nicht in Wirklichkeit das, was ich bin,
eine Art Gewahrsein, was maximal wahrnimmt, dass das alles geschieht. Ne? Und sich, wenn es sich manifestiert, vielleicht noch, also bei mir ist so, ich kann auch im besten Fall vielleicht, wenn ich mich einmischen möchte, kann ich noch eher in eine Verweigerung gehen. und beharrlich vielleicht einen Impuls verweigern. Ne? So fühlt es sich für mich eher an. Ne? Aber tun, so. Das ist, also ich, bestenfalls aus dem Weg gehen. Ne? Das, da kann ich mir nur einbilden, ich tue was, indem ich aus dem Weg gehe. Und das geht. Aber das ist schon eine Illusion. Ne? Aber dass ich selbst tue, das im Spiel, ja, im Spiel fühlt es sich so an, klar. Ne? Aber da ist immer wieder dieses Sehen, dass das in deinem Spiel ist, was sich da abspielt. Und da gibt es keine letztendliche Verantwortung für das Ganze. Man kann sie natürlich übernehmen, dann ist es das Verantwortungsspiel, aber letztlich nicht. Ja, die Sache ist ja das, dass ich das Leben, dass ich leben kann, dass ich tun kann, aber ohne das in Frage zu stellen. Also wenn ich so voll zu 100% handle und lebe, dann stellt sich gar nicht die Frage, dann trenne ich mich gar nicht ab, sondern dann geschieht es zu 100% durch mich. Da stellt sich nicht die Frage, gibt es ein Ich oder gibt es kein Ich, oder es ist ein waches, beobachtendes Geschehen, was gerade sich ereignet, ohne dass ich noch von irgendwoher ein Muster habe, das sich einmischt und sagt, aber da ist ja kein Ich, oder da gibt es doch ein Ich, oder da ist niemand, wo was tut. Es ist ein völliges, hundertprozentiges Leben des Moments. Das ist, okay, ich finde diese Send-Geschichte auch sehr schön, wo der am Anfang, wenn er dann beginnt mit der Meditation, wo die ganze Welt ganz anders wird, ganz völlig anders, völlig transparent. Und am Anfang war alles irgendwie, er war verstrickt, er hatte das und jenes Problem, dann die Meditation. Dann war alles irgendwie völlig transparent, leicht. Und dann geht es die Geschichte noch weiter, dass es, nachdem er das durchgegangen ist, wieder alles so war wie vorher. Ja, also er hat wieder am Schluss ist der ganz Baum normal, mit einem Baum. So ja, genau. Am Schluss ist der Baum mit einem genau. Baum. Ja, schon. Trotzdem, es ist der Baum noch dann ein Baum. Wenn überhaupt. aber ich könnte es eher auch nur in so einem sowohl als auch ausdrücken. Ja, vorher war nur ich. Ja, wenn da ein Ich war, habe dann ich geglaubt, ich wäre das Ich. Ja, und ich wäre getrennt und du wärst ein anderes Ich und jeder wäre ein anderes Ich. Das war so der Ausgangspunkt. Ne? Und am Ende, und das verschwindet eigentlich komplett, dieses Gefühl eines persönlichen Ichs. Also dieses Gefühl des Persönlichen dabei. Ja? Ein Gefühl von einem Ich kann man aufbauen, aber das ist dann nur so ein Gefühl bestenfalls. Das ist nicht das, was ich wirklich bin oder was du wirklich bist oder was wir alle wirklich sind. Und in dem spielt das alles, aber das geht einfach nicht mehr weg, dass gesehen wird halt, dass eigentlich schon eine Gleichgültigkeit da ist. Aber im positiven Sinn, ich sehe gleichgültig gar nichts als was Negatives, sondern gleichgültig. Ja? Und was dann geschehen möchte, es ist das tiefe Wissen da, dass so sehr ich mir auch immer einbilde, ich würde was tun, nee. Ich kann in das Spiel einsteigen, ja, und dann geschieht was, da gibt es auch nicht. Manche Sachen geschehen nur, weil da große Freude ist und dann tut man mit Freude was. Ne? So quasi wie früher, genauso. Ja? Aber trotzdem ist das Wissen da, ich habe keine Chance, es nicht zu tun. Ich habe keine Chance, irgendwas zu tun, was nicht getan werden will, und ich habe keine Chance, irgendetwas nicht zu tun, was getan wird. Und trotzdem muss man es manchmal tun. Ja, letztlich versuchen. Ja, dann ist das nicht.
Ohne, ja, ja. Von nichts kommt nichts. So, von nichts kommt nichts. Doch. Voll, das kommt ja. Alles aus nichts. Das kommt alles aus nichts. Ja. Genau. Und deshalb verschiedene Formen des Nichts. Ja, 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 ja. Das ist wie Nebelschwarz. Großer, ja. Wird zum Alles. Ja. Gaia, das war das Thema, was wir schon vor 5 Jahren hatten, zu Beginn. Ne? Das war eben diese Frage. Aber ich habe vorhin auch mit Edgar oder vorhin in den Vorsendungen habe ich gelernt, dass wenn ich sage, es gibt das Ich und es gibt das Nicht-Ich, dass beide richtig ist. Habe ich recht? Vielleicht. Vielleicht auch bis nicht. Bis zu dem Punkt, wo du gesagt hast, habe ich recht. Eben, das wollte ich. Aber vielleicht ist die dritte Wahrheit. Für mich stellt sich das so dar, dass ich quasi einfach nur ein Sprachbegriff ist, dass wir irgendwie sprechen können. Deswegen reden wir auch von ich und du. Das ist mein Erleben, aber dass ich irgendwas tun könnte. Also ich sehe zwar, hier tut irgendwas, ja, hier macht was, hier spricht was, ne? Aber ich bin mir so klar, dass das, was ich mir hier anschauen kann und anfassen kann, das bin ich nicht. Ich bin ja keine Empfindung. Das ist ja nicht mein Erleben. Ich erlebe zwar Empfindungen hier, aber das, was ich bin, das ist ja nicht eine Empfindung. Genauso wenig, wie es ein Gefühl ist, was ich hier fühle oder ein Gedanke, den ich hier denke oder der hier gedacht wird und von mir bemerkt wird oder das Gefühl, was von mir bemerkt wird. So, deswegen tue ich mich schwer mit der Aussage, ich habe die Wahl oder ich kann es tun oder ich kann es lassen oder... Weil das finde ich nicht. Und ich als Gaia, ich habe so viele Wünsche oder so viele Vorlieben. Und wenn ich die Wahl hätte, dann würden sich diese Wünsche alle erfüllt haben und meine Vorlieben wären ständig meine Erleben. Aber das ist eben nicht der Fall. Also ich kann nicht glücklich oder freudvoll sein, wenn ich gerade traurig bin. Das geht beides irgendwie nicht. Ich kann zwar wissen, dass diese Traurigkeit oder das Traurigsein in dem stattfindet, was ich bin, was ganz frei ist. Und wenn ich das bemerke, dann taucht vielleicht wieder sowas auf wie eine Glückseligkeit oder eine Freude über das, was erlebt wird. Aber das läuft irgendwie alles so eins hinter dem anderen ab. Oder gleichzeitig, ich weiß auch nicht, in der Mind macht es zu einer Reihenfolge. Aber das, was ich bin, das, was wo ich sagen kann, ja, hier existiert was, was ich bin, da kann ich keine Substanz, also nichts finden, nichts Berührbares oder nichts, was irgendwie einen Anfang oder ein Ende hätte. So, und wenn ich das weiter nachverfolge, dann merke ich, boah, hier ist nur diese Bewegung, die in mir stattfindet. Die komplette, alles findet in mir, das Nichts ist statt. So, und so ist es immer wieder. Und man kann zwar auch sagen, es ist eine advaitische Lehre, aber es ist dann tatsächlich das Erleben, das jetzt in diesem Moment auch gerade hier ist. Ja, ich erlebe es auch so. Ganz genau gleich. Also dann die Schöpferkraft gibt es nicht. Doch. Das ist ja alles. Das Denken ist die Schöpferkraft. Ja? Das Denken kreiert ja dieses Ganze. Das ist ja die Schöpferkraft. Ich meine, da ist ja nicht wirklich ein Computer hier eigentlich. Ja? Das sind ja alles Atome. Und das... jetzt habe ich das Bild weggemacht. Und es ist ja alles das eine.
diese eine Schwingung oder diese eine Energie, die verschieden schwingt und so. Also es gibt schon die Schöpferkraft. Aber es gibt keinen, der sie aussendet oder. Der sie hat. Der sie besitzt. Ja. Machen kann. Oder der reinkommen kann in die Schöpferkraft. Wie man sagt. Ne? Auch, komm genau. In deine Schöpferkraft, sagt man ja oft. Okay. Ja. Eine schöne Einladung. Ja. Das erinnert mich an meine ersten Satsangs, die ich besucht habe als Suchender. Und dann war ich in Indien im Satsang und ich war da bei dieser Gruppe eine Woche lang. Und dann fragte ich irgendwie nach einer Woche, Mensch Leute, was macht ihr? Sitzt die ganze Zeit hier, hört dieser Frau zu. Die sagt immer das Gleiche, immer das Gleiche. Und dann gucken die mich an und sagen, ja, du hörst es alles nur mit deinem Mind. Du musst mal in dein Herz kommen. Und das macht in meinem Mind irgendwie Sinn. Und dann habe ich versucht, ins Herz zu kommen. Und da ging echt mein Drama los. Also da habe ich gemerkt, das war für mein ganzes Nervensystem ein Wahnsinnsstress, in mein Herz zu kommen. Weil das bin ich ja schon. Ich bin das ja schon. Wie kann ich da hinkommen? Das ist genauso wie in meine Schöpferkraft zu kommen oder ins Hier und Jetzt zu kommen. Wahnsinn, was ein Stress. Wollen wir den Chat mit einbinden ja, oder bitte, nicht? Bitte. Weil es wird so viel geschrieben. Ich war mir jetzt unsicher, ob... Oh. Wird es mit einbeziehen. Das ist natürlich, ja, zieht sich, was schon alles war. Ne? Wir sind der Ausdruck der Kraft und nicht die Kraft Ausdruck von uns. Ach so, das ist keine Frage, ist eine Aussage. Eine Feststellung. Schreibt Michael. Wasserblume und das, was wichtig ist für mich, erkenne ich. Weil ich mit allem schwinge. Wenn ich mich nicht mehr so wichtig halte, erkenne ich die Zeichen in allen. So ist es, Gaia. Ich würde es der Schreiberin wünschen, ja, dass sie das erkennen kann, das Wichtige oder das Wichtige und auch dann dahin geht. Wir halten uns zu wichtig, erst wenn wir uns mal verloren haben, habe ich mich gefunden. Loslassen, damit ich erkenne. Aber ist nicht die Gefahr groß, etwas nicht zu tun, weil man glaubt, niemand zu sein? Fragezeichen. Ich glaube, das war schon auch das Thema, ne? Ja, ja. Mein, für da euch ist schon scheinbar was dran. Für euch ist es locker, aber ich will das auch irgendwie erfassen. Ihr seid mir zu schnell, können wir nicht mal bei den Toilettengang bleiben? Steht hier. Wer geht? Wer? Der muss. Yes. Es ist ganz, in dieser Beziehung, da ist vielleicht auch noch ganz interessant, das war ganz witzig, den Krishnamurti zuzuhören, weil er hat ja von sich immer in der dritten Person geredet. Er hat immer gesagt, der Sprecher hat eigentlich nichts zu sagen, der Sprecher ist nur eine Art Botschaft, er hat immer in der dritten Person geredet. Und das ist sehr witzig, das zu sehen, weil er immer ja, in der dritten Person geredet hat. Und man hat vielleicht auch, ich finde auch, man sollte ein bisschen gemütlicher mit dem Ich-Gedanken umgehen oder mit dem Ich überhaupt umgehen. Dass man einfach, ich kann doch einfach sagen, ja, ich habe das gemacht, ich habe das getan, ich kann ja dazu stehen, ich muss ja da keinen Stress jetzt kriegen, dass ich jetzt da identifiziert bin oder nicht identifiziert bin. Ich, wenn ich nur als Ich-Gefühl hier ist, da ist nichts mehr da, da ist alles Reinheit. Das ist erst, wenn ich da drüber über dieses Ich dann ein Attribut drüber setze, wie das aussieht, die Geschichte. Aber ansonsten ist alles hier und jetzt, ja, das ist
Das immer, es geht mir nur ein bisschen um das, um dieses Gemütliche, dass man etwas stressfreier an diese Dinge vielleicht herangehen könnte auch. Einfach, ja, ich habe das jetzt gemacht, ich habe dem eine runtergehaut und das ist passiert und das war vielleicht notwendig, dass der eine bekommen hat. Einfach, ja, das habe ich gemacht. Die freut sich. Sehe ich auch so. Ja, Andi freut sich, uns alle zu sehen. Ist ja auch Satzanglehrer, den wir schon interviewt haben aus Berlin. Also hier, ihr schreibt, also hier ist einfach nur Fragezeichen, wenn die Frage nach dem Warum auftaucht. Bestensfalls erscheint die Antwort, warum nicht? Die Transformation kann ich, nachdem wir es hier sich zeigt, nicht machen, sondern nur sein. Schön. Schreibt Andi, ja. Und Leonie, die Erfahrung ist total, keiner, der sie hat. Sie ist leer und voll zugleich, schwer zu beschreiben. Ja. Aber etwas wird erreicht, dass ich ganz durcheinander bin und das ist gut so. Weil meine ganze Prinzipien... Das ist ja eigentlich das Sinn, warum wir da sind, oder? Ja. Können wir so ein 3-Tages- oder Wochen, 24-Stunden Satsang machen? Das war so süß, weil es war vorhin schon der Moment, wo so total, und dann war die Pause und dann hat es wieder angefangen, deswegen musste ich so lachen. Ja, hat er sich wiederholt, ne? Ja, das und da war alles wieder so. Wieder beim Alten. Da dachte ich, hä? Du bist aufgestanden anders, ja. Nach den vor der Pause. Ja. Und er war komplett, es war so süß, es war einfach so süß zu erleben. Nichtwissen ist aufgestanden und Wissen kam zurück. Sabine lacht über mich. Entschuldigung, aber es war so süß. Kannst du schon. Jit freut sich. Ja, Leute, das ist echt schön mit euch, aber ich kann mich kaum noch bewegen hier, deswegen klicke ich mich jetzt mal aus. Ja, okay, und kümmere mich ein bisschen um mich. Ja, ja. Und, super. Aber das Projekt irgendwie mal so einen 24-Stunden-Satzang zu machen, das finde ich eine gute Idee, Sabine. Also vielleicht kriegen wir das tatsächlich mal hin oder so ein, was weiß ich, so ein wirklich so ein Tagesseminar mit allen Fragen, die auftauchen. Mhm. Also finde ich eine gute Idee. Könnt mal direkt mal drüber nachdenken. Und es ist für dich okay, so, einfach bis zum Umkippen. Ja. das weiter mit Themen, ne? Dass wir einfach Themen haben. Es ist wie ein, das sind diese Formen. Wir wollten das einmal im Monat machen, ne? Wunderbar. Okay. Finde ich wunderbar, ja. Okay. Eigentlich ist es die Stunde. Dann gute Besserung, Geier. Alles Gute. Dankeschön. Ja, danke. Danke, ja. Wird schon besser. Dass es so läuft, wie es laufen soll und nicht besser. Und nicht. Wenn es besser wird, wird es besser. Ja. Aber nichts dagegen machen. Ich wünsche euch noch einen schönen Ausgang. Ja, danke. Ciao. 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 Michael schreibt, wir sind der Ausdruck der Kraft und nicht die Kraft Ausdruck von uns. Mhm. Und Peter, dafür hatte Krishnamurti angeblich Liebesaffären, um seine dritte Person wieder auszugleichen. Mhm. Welcher Krishnamurti war das? Der Chito? Der Chito. Der Chito, okay. Der Chito Krishnamurti, ja. So, zusammenfassend, ja. Die Quintessenz. Na, bitteschön. Sabine, fühl dich frei.
Ach so. So war es jetzt nicht gedacht. Alles, ja. Gibt's nicht. Für mich. Das ist gut. Ja. Jede Quintessenz ist eine zu viel. Ja. Genau. Ist weg. Ja, kann. War auch noch nie da. Verweilen. Verwirrung bleibt. Stille kommt und geht. Na, und, für, ja. Ja. Na, für mich ist es so. Es kann sich irgendwann umdrehen. Ja. Irgendwann kann sich das umdrehen. Stille bleibt, Verwirrung kommt und geht. Das ist doch. Ja, ja, super. Zur Vertiefung. Das ist aber auch nur eine Phase. Ja, wenn ich die Verwirrung angenommen habe, dann entspanne ich mich. Das stimmt, ja. Ja, ja. Schön. Super. Für mich ist es rund. Wie ist es für euch? Gut, schön. Ja. Alles wunderbar. Super. Gerd, ja? Okay. Super. Viereckig. Also das ist eine, für mich ist eine der Themen, die mich seit auch das, was heute ist, mich auch sehr beschäftigt. Und eben die Einladung, deswegen haben wir da auch das Europäische Medienzentrum gegründet, die Einladung, das bekannt zu geben. Für mich ist es sehr, sehr wertvoll. Ich habe richtige Wellen und Blitze und alles, was man erleben kann in kurzer Zeit, in praktisch eine Stunde und eine Stunde circa. Und würde gerne, das öfter machen. Wir können das auch in mehr Sprachen machen, wenn ihr einzeln einfach auch wollt. Wir machen am Dienstag eine Weltmeditation in 4 Sprachen. Das heißt, wenn ihr Freunde hier oder da habt, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch ist möglich. Ne? Und wenn es eben zum Beispiel der Wunsch ist, Zuschauer oder nicht, oder ihr Wünsche habt, so dass euer Ich einen Impuls bekommt, zum Beispiel eine Weltmeditation zu machen oder was weiß ich, würde mich riesig freuen, weil das sind manchmal diese kleine Ideen, die plötzlich neue Dimensionen öffnen. Egal wie man es nennt, ne? Ob wir jetzt Lachsang machen oder wie Venu Bodhisang oder diese Impulse, wo wir richtig einen Raum öffnen, wo es geht uns schon gut, aber wo wir vielleicht was Neues, Schönes erleben können. Dazu lade ich ein und und bedanke mich. Dankeschön okay, an alle. Danke. Danke. Danke für die Einladung. Schönen ja, Abend. Hey, ciao ihr. Alles Gute. Ciao. Tschüss. Danke. Ja. Danke.